Hallo liebe Wanderfreunde, hier ist Marco vom Kanal Strauß Wanderlust. Heute gehen wir die vierte und letzte Etappe des Saar-Blies-Weges. Die letzte Tour hat etwa 13 Kilometer und wenn ihr wissen wollt, wie diese so ist, dann bleibt dran. Wir gehen gerade an der Hauptstraße entlang. Das finden wir ein bisschen doof, denn die ganze Zeit war der Weg eigentlich sehr schön gewesen. Noch etwa 2,5 Kilometer, dann kommen wir schon am Etappenziel Nohfelden an der Burg an. An der Burg mache ich natürlich auch noch ein paar Fotos bzw. auch Video. Mal schauen, wie die Menschenmenge dort so ist. Die gesamte Länge der Tour hat uns relativ gut gefallen. Die dritte und vierte Etappe war landschaftlich am besten. Die Tour ist auch für Anfänger geeignet. Man braucht nicht unbedingt Trittsicherheit. Wir bedanken uns wieder, dass ihr reingeschaut habt. Wenn es gefallen hat, würden wir uns über einen Daumen hoch sowie über Kommentare sehr freuen. Also bis dann. Ciao, ciao.
Kann ich? Ja, die ganze Zeit schon. Hallo liebe Wanderfreunde, hier ist Marco vom Kanal Strauß Wanderlust. Heute gehen wir die vierte und letzte Etappe des Saarlandrund. Es sind jetzt noch etwa 2,5 Kilometer, dann kommen wir auch am Etappenziel Nohfelden an der Burg schon an. Die Tour hat uns relativ gut gefallen, die schönsten Etappen waren die dritte und vierte Etappe. Wenn wir nachher noch in Nohfelden ankommen, werde ich natürlich noch einige Bilder oder auch etwas filmen. Da kommt es auf die Menschenmenge an. Mach zwei Videos. Ich bin's nicht. Du warst gerade. Nee, ich war's nicht. Doch, du warst. Nee, ich war's nicht. Doch, du warst. Gib dir immer die Schuld auf andere, wenn du selbst warst. Es sind jetzt noch etwa 2,5 Kilometer. Es sind jetzt noch etwa 2,5 Kilometer, dann kommen wir in Namborn an der Burg an. Wenn wir dort ankommen, werden wir... Marco, Nohfelden, nicht Namborn. Habe ich Namborn dabei gesagt? Oh.